don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen in der Questreihe weiter. Wir haben ja hier noch ein paar Quests zu erledigen. Einmal vom Hosea und muss ich gerade mal auf der Karte gucken. Und wir müssen die andere. Von der Mary Beth. Sie möchte mit mir sprechen. Na, dann gehen wir doch mal zu Mary. Ich glaube, sie schläft aber, oder? Nee, da sitzt sie. Hallo, Mary. Hallo, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think. It's been quite a run we've had, but we're still alive. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. Oh, God. What? Oh, God. She's been taken by them foreman brothers she used to run with. Come along! The foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be das doing ist here. Eine Furie, dying. Eh? Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Alter. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Oh, wei, 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 wei. Ja. Na gut, wir müssen Richtung Rhodes. No. She's at a place called Radley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in Was habe ich denn für Waffen dabei? Mal ganz dumm gefragt. Alter. Suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. Nimm mal mein Pferd mit. I think I saw one of the foremen's hassling her in Valentine. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them, for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. See? Tilly ist doch die, of course I care. Die Dunkelhäutige, gell? All you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. Thank you. I swear, half of you were just rotten your own filth. Ihr hattet doch in Valentine ganz am Anfang schon Ärger, als wir da den Stadtbummel hatten. Mit irgendeinem, der sie wohl gekannt hat. Well, he'd be a real fool to turn on us now. But I can't imagine he'd last too long on his own. Still. Well, I'll get some eyes out. See if we can track him down. Okay, good. Let me know. Yeah. Die Musik, die passt gerade so gar nicht. Jedenfalls nicht zur Stimmung von der Furie. I think there's a guard. I'll deal with him. What are you?
you doing? Warte mal, ich nehme jetzt erstmal Waffen mit. Das macht ja so keinen Spaß. Wir nehmen unser Lancaster mit und ich würde sagen, lass mich mal kurz gucken. Ich würde sagen, die halbautomatische Flinte und da gehen wir mal auf Explosivgeschosse. Und hier, ja, wir haben keine Expressmunition mehr, verdammt. So. Jetzt können wir weiter. Face of yours, and I know that for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that, but you don't mean nothing by it. I said. You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Alter, die ist so krass, die Olle. Wir nehmen direkt mal die Flinte. Wir klopfen mal ganz zärtlich an. So, Tilly. Das war doch der Typ eben aus Valentine. I thought there was. Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. The one in front of them all. Bring him back alive. I ain't done with him yet. All right. Get after them. There. Straight ahead. I saw him go through those bushes. We're coming for you, you bastards. Down the hill to the water. Oh, look at these cowards. There they are. Oh, whoa, nice shot. Ja, gell? Meine Flinte ist nicht schlecht. Let's go. Catch up with them. Ja, lass mich den erstmal plündern hier. Nein. Ach Quatsch. Can't this horse go any faster? Das ist er doch schon. Mach dich doch nicht verrückt. Alles gut. Achso. Mit dem Lasso. Bastard.
kriegen wir schon. Mach dir keine Sorgen. Alles gut, Tilly. Zap. Now make sure you tie him up real good. Hold still. Na, Chef. Make these nice and tight. All right. You bring that bastard back to Tilly so we can all have a nice little chat. Das ist ein hübsches Pferd, mal so ganz nebenbei. Now the fun starts. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken, bevor wir jetzt hier weiterreiten. Was bist denn du für ein schönes Pferd? Du siehst aus wie der große Onkel. Von Pippi Langstrumpf. I'm Anthony Foreman. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? Du hältst jetzt erstmal gleich die Klappe. Funny coward. Halt die Klappe. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Oh, du Armer. You're the one tied up, does it? She killed. Halt die Klappe jetzt. She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry, you'll be seeing him soon enough. Halt die Klappe jetzt. All right, damn it. Na? Klappt gut mit dem Überspringen, gell? Ich bin mal gespannt, was die Tilly mit ihm macht. Wird bestimmt lustig. Ich glaube, den behalte ich mal. So he's still alive then? Yes. Nicht mehr lange. See this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur. You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone. Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Nee. Finish the battle. Let's get you home. Akzeptieren Tillys Entscheidung. Now get out of here. Mission abgeschlossen. Wahrscheinlich wieder. Alter, der sieht echt aus wie. Lässt du mich in deine Satteltasche? Ja, gell? Super. Guck mal, ich kann dich auch. Kann dich auch ein bisschen striegeln. Guck mal.
No, findest du fein, gell? Kann ich dich absatteln? Warte mal. Was ist denn jetzt mit meinem? Der ist ja... Der ist ja, fertig eigentlich. Wenn ich den jetzt so lasse... Was heißt denn Verbundenheit 1? Wartet der jetzt im Stall auf mich, wenn ich in den Stall gehe? Wir gucken uns jetzt erst nochmal sowieso die Bude hier an. Bestimmt noch ein bisschen was rum, was wir gebrauchen können. Mal eine Kaffee, nee. Sonst nix. Ja, ein bisschen lushy, oder? Das ist die Haupt... Nee. Da ist was. Wundertonikum nehmen wir immer gerne mit. Ansonsten steht hier nichts mehr rum. Hier liegt ein bisschen was im Regal. Erstmal plündern wir den Kasper hier, dann ist er nicht mehr im Weg. Münzbeutel, den nehmen wir gerne. Kleine Brieftasche direkt hinterher. Schmuck auch. Wir noch mal in den Schrank. Also bin ich mehr dran. Gut. Dann haben wir hier noch Kautabak, aber starkes Schlangenöl immer gerne. Super. Haben wir nichts mehr. Was haben wir hier? Gewehrmunition, perfekt. Ruhe. Blindmunition, auch immer gut. Perfekt. So liebe ich das. Das lohnt sich doch. So, das ist, glaube ich, die Hintertür, oder? Ja. Okay, da brauchen wir nicht raus. Gucken wir mal hier nochmal. Da liegen Kippen oder ist das eine Karte? Ne, das sind Kippen. Ja. So, den können wir noch plündern hier, den Kasper. Nochmal. Dosenlachs. Ah, ne. Aber das Äpfelchen können wir mitnehmen fürs Pferd. Da ist noch irgendwie. Komm ich denn da oben dran? Ne, du sollst nicht da runter gucken, du sollst hier hoch gucken. Hier stehen noch Sachen im. Okay, das weiß ich. Ja, komm, nehmen wir halt das Dosenfleisch mit. Vielleicht kriege ich ja dann den Schrank. Nee, mach da unten auf. Jetzt? Wie komme ich denn da oben dran, bitte? Komplett bescheuert. So, da ist noch ein Tischchen. Und dann war es das auch schon. Wenn ich jetzt mit dem großen Onkel wegreite,
mein Pferd hinterher pfeife. Und wir mal eben schnell. Gibt's in Rhodes gibt's auch einen Stall, oder nicht? Gab's in Rhodes keinen Stall? Kutsche, Saloon. Verkäufer, Gemischtwarenhändler, hä? Wieso gab's denn in Rhodes keinen Stall? Oben ist der Pferdehehler. Aber zu dem wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Pferd einquartieren. Rhodes hat keinen Stall. Okay. Was ein Kack. Das heißt, wir müssten. Ja, komm, machen wir auch. Wir machen die zweite gelbe. Was ist denn das hier? Beef. Gut, nee, wir gehen jetzt erstmal nach. Weil das will ich wissen. Das wäre nämlich cool, wenn ich den mitnehmen könnte. Wir machen mal einen schnellen Umweg über Saint-Denis. So, du kommst mit. Mal sowieso früher oder später alle Pferde einreiten. Aber der gefällt mir halt extrem, weil der wirklich aussieht wie das Pferd von Pipi Langstrumpf. Muss mal gucken, ob wir die auch umbenennen können. Von so vorhandene Pferde, aber eigentlich müssen wir es ja. Ach, du gehst mir auf den Keks mit deinen scheiß Wettrennen. Nee, aber nicht. Willst du mich verarschen? Gestorben. Und ich habe mich keiner gesehen. Doch nicht tot. Ein Glück. So, dann lass mich mal kurz hier rein. Ach, guck mal, mein Schwarzer trappt hinterher. So, stallen. Jetzt kann ich Plätze verkaufen. Okay, krass. Ja, dann machen wir das. Bei denen wollte ich. Ach, der ist aber auch schön, der Kerl.
Appaloosa. Das Pferd ist im Stall. Dann haben wir hier meinen weißen Araber. Der White Splash. Und mein Rie. Das Problem ist jetzt, wie kriege ich jetzt den Gaul aus dem Stall raus? Alter, Verkaufspreis 997. Did you notice that weird smell around here? I've no idea. Den gern aufsatteln. Genau. Ja, genau so wollte ich das. Prima. Spitzenmäßig. Weil dann kann nämlich jetzt mein Riesig mal ein bisschen verschnaufen. Die anderen habe ich ja... Guck doch mal, ich brauche Platz. Die anderen sollen da sich mal verdrücken. Ich finde es ätzend, dass ich nur 4 Plätze habe. Ain't no one knows horses better than me. Kann ich den jetzt auch? Warte mal. Den kann ich aber nicht... warte mal, aufrüsten? Was ist ein Dienste? Er hat umbenennen. Doch, hier geht's. Haha! Sehr geil! So, ist ganz klar, wie der heißt, oder? Wo ist denn? Habe ich hier auch ein... Hab ich oder habe ich nicht? Nein, ich habe scheinbar nicht. Gut, dann müssen wir es... Nein. Now that's a proper name for a horse. Findest du? So, dir gönnen wir jetzt erstmal ein schönes Pflegepaket. Ein Pflegepaket. Zubehör, Sättel, gibt's was Neues? Real fine saddles here. Naja. Also da finde ich meinen doch immer noch. Obwohl der halt auch nicht schlecht aussieht auf den Zossen. Aber wir benutzen trotzdem meinen, weil da sind ja Bonis drauf. Bei den Satteltaschen gibt's auch was Neues. You can't have too much with you out in the wilderness. Nee. Satteldecken. Laufdecken. It's better to equip yourself and not need it than the other way around. Ja, das passt aber alles schon so. Danke. Was gibt's bei der Pflege? Mähne, Schweif. Bis im Moment natürlich. I really think your horse will appreciate it. Irokese wird natürlich bei dem auch geil aus. Ja genau, roter Irokese. Ein weißer Irokese aus. Der Glocks, Alter, das sieht so scheiße aus. I've always had a way with horses. Jeder, you know. Unterschied. Nur die Farbe, gell? Nee, wir lassen das natürlich. Gut. Vielen Dank. Perfekt. Ich fürchte nur, dass wir dich irgendwann wieder verkaufen müssen. So, wenn wir jetzt schon gerade hier sind, was wollen wir machen? Wollen wir hier erstmal wieder die Fragezeichen abklappern? Da haben wir nämlich einige. Charles Chardonnay. Und, fremde Person. Hier haben wir noch eine ganz neue. Dann würde ich sagen, machen wir die kurz. Die ganz neue. Gucken wir mal, was er von uns will.